Tom Sawyer und Huckleberry Finn ist ein Kinderbuchklassiker, eines der berühmtesten Bücher. Die Geschichte handelt von einer großen Jungsfreundschaft. Tom Sawyer, der bei seiner Tanten Polly wohnt, und Huckleberry Finn, der ein Landstreichersohn ist, der die Ungebundenheit und Freiheit verkörpert. Hab kein Geld und auch nichts auf der Bank. Meine Kleider trage ich am Leibe. Ein wandelnder Kleiderschrank. Dann, wenn es Mitternacht schlägt und der Teufel kommt, um ihn zu holen, schmeißt du ihm die Katze hinterher und sagst: Leiche zum Teufel, Katze zur Leiche, Warze zur Katze, Warze zum Teufel. Teufel! Die Musik ist etwas sehr Besonderes, weil es hat von dem berühmten Komponisten Kurt Weill Songs gegeben, oder Songs sind gefunden worden von Kurt Weill, die er für eine Huckleberry Finn Theateraufführung mal geschrieben hat, die aber nie aufgeführt worden sind. In einem Jahr kann uns zwei nichts mehr trennen, dann sehen wir uns an und alles ist gesagt. Verliebt schon jahrelang in einem Jahr. Und jetzt hat es eine Neufassung gegeben, die diese Songs von Kurt Weill einbaut. Also das ist eine schweizerische Erstaufführung. Diese Songs klingen schon richtig nach Kurt Weill, wie man es kennt aus der Drei-Groschen-Oper. Ich glaube, es ist da eine sehr charmante Ensemblearbeit herausgekommen, die ernst ist, aber auch viel Humor hat. Jungs, ich weiß, wer da ersoffen ist. Wir sind ersoffen. Wir sind verschwunden und das Boot fehlt. Da zählen die zwei und zwei zusammen. Ja, aber dann macht sich meine Mama bestimmt schreckliche Sorgen. Sorgen würde ich nicht sagen, Pitt. Die hält dich für tot. Tot? Tot? Mhm. Wir sind Wasser. Wasser, Ratten, Piraten mit Auto an. Kommt der Rächer der spanischen Meere, steckt ins Bild.